Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel AP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, wir haben jetzt gerade einen Tag nach Halloween und ich habe mir gedacht, wir gönnen uns hier mal was. Kostüme. Aber bevor wir das machen, gehe ich erstmal raus. Hä? Ah, wollte schon sagen. Ja, hier ist eine Cutscene, was ich das letzte Mal gespeichert habe. Ich natürlich schnell weggedrückt, so in Zack. Aber gucken wir uns die jetzt mal an. Und dann So this ziehen wir uns um. entire city is powered by Spyrex. Yep. This world turns by stealing energy from spirits. Olympias has been doing that since ancient times. That's why it's rich in spirit fossils and little else. How can everyone be so calm about killing spirits? With so many spirits gone, even nature is starting to disappear. Olympians don't know that spirits create nature, or even that they're alive to begin with. All they know is that their primary energy source is drying up. Sie beziehen ihre Energie aus den Geistern, wissen aber nicht, dass sie existieren. We can't remake our society overnight. Could you immediately stop using spirit arts if someone told you to? No, I don't think we could. Risa Maxia couldn't exist without humans and spirits working together to cast spirit arts. Symbiotic coexistence, huh? Must be nice. Maybe we Menelobless Olympians are simply destined for extinction. I do suspect that was the destiny Maxwell originally had in mind, but I have no intention of adhering to destiny's plans. I envy your strength. If you have time for envy, you have time to act. With your actions, this situation can change. Change the entire world, huh? That's not really my style, but genau. Tun wir mal was Gutes. Ganz nebenbei. Ja, du mich auch. Und suddenly, wir sind wieder am Anfang. So. Bevor wir uns doch noch umziehen, möchte ich mal hier die Shops aufpäppeln. Weil das wollte ich nämlich machen, bevor ich hier von dieser Cutscene erwürgt worden bin. Oh, drei. Muss ich ausnutzen. Verdammt. Oh, was? Cool. Da geht voll viel. Aber wir kriegen nichts. Was ist das denn? Verdammt, ihr Gott. Ja, wisst ihr was? Scheiß drauf. Wir gehen jetzt einfach weiter, aber wir ziehen uns erstmal um. So. Haben wir ein paar DLCs gegönnt. Was heißt ja gegönnt? Ich habe die eigentlich schon lange, nur ich muss die ja irgendwie storymäßig mit einbinden. Haha. Haha. So, nee, warte mal, Frisur. Haha. Boah, geil. Ich sah voll cool aus. So, nächster. Erstmal die Frisur. Und die Schuluniform. Haha. Nächster. Wie gesagt, ich habe die schon sehr lange, aber ich habe die... Ich muss die ja irgendwie einbinden, fand ich. So, haha. Und da es keine Halloween-DLCs gibt, muss ich ja irgendwie was anderes versuchen. Haha. Ich finde die Beschreibung ja auch so gut. Mal ehrlich, so niedlich kann man in einer Schulform nicht aussehen. Ein Ding der Unmöglichkeit. Also, wann das denn? So, Schulfrisur, bling. Und Schulkleidung, bling. Sieht aus wie eine Arztkleidung. Wozu der Laborkittel? Ja, sag ich doch. So. So. Dann tragen wir jetzt erstmal eine Weile. Yeah. Die Tales of Oberschule. Beziehungsweise Unterschule. Egal. Ach ja, mir ist ein kleiner Fehler unterlaufen. So speicherdatenmäßig. Deswegen musste ich hier das Gebiet nochmal neu machen. Und dieses eine, ja, Insekten-Drachenviech habe ich auch nochmal schnell platt gemacht. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich hätte auch nachgucken können bei meiner letzten Aufnahme, aber ich bin ja dumm. Deswegen weiß ich jetzt nicht mehr, ob ich
da schon viel erkundet habe im zweiten Gebiet. Deswegen bin ich einfach direkt zum Boss gerannt, habe den fertig gemacht und Ende. Ich glaube, ich habe vielleicht einen Sack oder so aufgehoben. Ja, sieht man da. Deswegen, ja, müssen wir halt hier alles nochmal erkunden. Und so viele Kämpfe habe ich, glaube ich, auch nicht gemacht, oder? Ach, ich habe die Quest noch gar nicht abgegeben. Verdammt, diese Banditen, man muss ja auch hier so Banditen erledigen. Und die Quest habe ich noch nicht abgegeben. Mache ich im nächsten Part. Vor dem nächsten Part mache ich das. Weil das haben wir ja, glaube ich, auch on-screen abgegeben, ne? Dann mit den Banditen. Wo ist es? Vom Schatzjagd, ja, melde ich beim Ordnungshüter in Kanbala. Ja, ich glaube, das hatten wir auch schon mal. Aber hier haben wir uns noch nicht ganz umgeschaut, nicht wahr? Habe ich da recht? Ich weiß es doch nicht mehr. Ich kann mich noch nicht mehr erinnern, was ich vor 5 Minuten noch gesagt habe. Das ist kein Witz. Aber hier ist eine Schatztruhe. Das ist kein Witz. Ja, auch nicht. So, komm her. Schuluniform. Das ist bestimmt wieder Musik, ne? Cool. Schön. Genau wie in Tales of Grace SF, da gab es auch Schulmusik. Ja, ich weiß auch nicht, was sie noch alles kann mit Elise. Deswegen machen wir einfach das hier. Zack. Njo. Elementarbeherrschung. Bams. Alles kaputt. Boss, die hochgeflogen. Dieser Glockenschlag im Hintergrund der Musik. Geil. Danke. Ich weiß, dass ich sehr stark bin. Hammerregen. Ach, da ist noch einer. Okay. Ich kann nicht den Dingens einsetzen. Ich kann nicht Grave in der Luft einsetzen. Wegen dieser einen Fertigkeit lande ich direkt nach unten. Ich kann nicht Grave einsetzen in der Luft. Schneller Fall, weg damit. Ach ja, und ich weiß jetzt nicht, ob ich die Level-Ups wieder so richtig verteilt habe wie beim letzten Mal. Mit Sicherheit nicht, deswegen kann sich da auch vielleicht was geändert haben. Tut mir leid! Was genau ich falsch gemacht habe, das lassen wir mal im Verschleierten. So wichtig ist es jetzt ehrlich gesagt nicht. So. Na? Da ich jetzt sowieso vermeide, hier im Kostüm in die Cutscenes zu gehen, würde ich mal sagen, hier wird nicht mehr viel passieren, außer Kämpfe! Kämpfe überall! Ah, mein Fuß ist eingeschlafen. Aha. Nee, aber kurz davor. So. Du! Verdammt, ich wollte mich anschleichen! Din, din, din. So. So, jetzt kann ich wieder Grave einsetzen. In der Luft! Nee, bei dir ist Dingens. Nee, das war mal. Hilf mir wieder! Du kannst dir doch irgendwie slowen, oder? Oder? Aua, aua. Ah, aua, aua. Slow dir doch mal. Zack! Boah, was zum. Irgendwie macht die halt nicht. Na, eben nicht. Überrollt. So, au. Oh, das kriegt dich noch, oder auch nicht? Und wird schnell zu Mila gewechselt. Ha. Warte mal, hat sie nicht irgendwie einen Hut oder so? Muss ich mal gucken. Hatte sie nicht noch einen Hut?
Nicht den. Ach ja, genau. Die habe ich ja auch noch. Hä? Warte. Schwerter der vorherigen Tales of Helden. Ja. Aber die ziehen wir jetzt erstmal nicht an. Ich will jetzt gerade gucken. Der aussieht wie Tivo, reicht. Ach, hallo. Du hast eine Tasche noch. Mann, ich hätte mir mal angucken sollen, was für Dinger hier. Warte mal. Ach, eine Baskenmütze, genau. Wollte schon sagen. So, sie sieht schon mal fertig aus. Wäre noch hier irgendwas? Elvins Brille. Ich fasse das nicht. Jules Brille habe ich auch gesehen. Leias Brille auch, hä? Warte mal, da ist auch noch ein Rucksack. Leias Brille. Boah, muss ich mich ja echt hier durchgucken noch. Ja. Gehört doch jetzt zum Schuloutfit, oder? Rowans Brille gibt's auch. Warum trägt denn hier jeder eine Brille? Warum hat Mila keine Brille? So. Okay. Dann müsste ja jetzt komplett sein, ne? Sind wir komplett angezogen, sagt's mir! Schön, schöne Musik. Au. Wow. Und Endsturm. Ach, verdammt. Ich vergesse mal, dass da die ganzen Dingen sind. Schwörers da. Aua. Danke. Und wir machen einfach weiter. Ich war noch nicht fertig, Mann. Und wir haben keine Zeit mehr, deswegen gucke ich mal, oder ich gebe mal hier schnell die Quest ab, um zu gucken, ob wir schon abgegeben haben oder nicht. Also, ob wir die Szenen schon mal hatten oder nicht. Ich weiß es nicht! Hättest mich doch nicht so! Viel erreicht haben wir sozusagen nicht, aber wen wundert sich, wenn ich falsch? Da muss ich lang, da. Dann kann ich mal gucken, ob ich ein bisschen aufballern kann, die Schäden? Was? Die Läden? Hi. Guck mal, wir haben heute viel erreicht. Es reicht immer noch nicht, um den Frieden in unserer Welt wiederherzustellen. Um das zu schaffen, werden wir weiterhin die Vermutiger begleiten. Ja, okay, das haben wir schon. Dafür haben wir bekommen mysteriöse Maske, ja. Natürlich. So, dann ballern wir noch ein bisschen die Läden auf. Oder gucken wir mal. Machu. Ob wir die aufleveln können, warte. Ja doch, komm. Bin interessiert. Oh, wir haben hier. Zack. Verdammt. Superladen. Fisch haben wir Fisch. Nee, haben wir nicht. Vögel haben wir Vögel. Jasch. Ja, Vögel. Nein. Nein. Zack. Es müssen 5 übrig bleiben, sonst ist mein. Sonst ist die Save-File tot. Ist so. So, wir haben noch ein paar Sekunden. Was mache ich denn jetzt noch? Soll ich was Produktives sagen? Kann ich nicht. Zu viel unter Druck. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Tales of Xillia. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss!